Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine ganz lustige Passage mit Oliver Kirchner bei der MDR Wahlarena. Jetzt im Folgenden die Passage in voller Länge, danach noch ein paar Worte dazu und die Ausschnitte im Einzelnen. Ich wohne in der Altmark, der grünen Wiese von Sachsen-Anhalt. Ich lebe dort sehr gern mit meiner Familie. Aber nichtsdestotrotz möchte ich den Anschluss an die große Welt, sei es im Internet oder mit dem Auto. Beides ist im Moment mit großem Aufwand möglich. Das Internet ist schwach und die Autobahn, egal in welche Richtung, ist immer erst nach einer Stunde zu erreichen. Somit meine Frage an die Grünen. Wann ist die A14 fertig und warum zögern Sie den Ausbau immer wieder mit Eingaben und Blockaden? Meine Befürchtung ist, dass ich dann keinen Führerschein mehr habe, wenn die A14 fertig ist. Frau Becker, ganz herzlichen Dank zum Beweis. Die Internetverbindung war in der Tat ein bisschen lückenhaft, aber wir haben Sie wunderbar verstanden. Frau Lüdemann, die A14 holt Sie wieder ein, Sie merken es. Also wir haben zu dem, ich will das gleich mal global beantworten, zum Bereich Autobahn eine sehr klare Aussage bei eigentlich uns im zu A14. Global, und das trifft auch für die A14 zu. Nämlich dort, wo Baurecht besteht, wird gebaut und alles andere soll nach grüner Betrachtung unter eine neue Betrachtung gestellt werden, weil wir sagen, wir müssen alles, was jetzt ansteht, wo eben noch kein Baurecht besteht, unter Klimaschutzvorbehalt stellen. Wir wollen alles, was die Landesregierung, und das betrifft tatsächlich nicht nur den Straßenbau, sondern auch alle anderen Bereiche, darauf abklopfen, welche Wirkungen hat es denn für die Zukunft, für die Menschen und für die Frau Umwelt. Ich frage noch mal ganz konkret nach, weil ich glaube, das ist das Anliegen von Frau Becker. Das heißt, Sie drücken den Bau der A14, wenn Sie in die Regierung kommen sollten, mit aller Konsequenz durch, egal was passiert und was man zum Beispiel auch für Protestcamps dort räumen muss. In der auslaufenden Legislatur war es die grüne Umweltministerin, die sich persönlich dafür eingesetzt hat, dass es eine Verständigung gab mit dem BUND. Sie wissen das, die letzten Abschnitte, die gebaut werden konnten, sind gebaut worden, weil der BUND dort sich kulant gezeigt hat. Und wo es Baurecht gibt, wird gebaut werden. Wir fragen mal bei der AfD nach, an der Stelle, glaube ich. Wie würden Sie es denn machen? Wie und vor allem schnell? Wie schnell? Ja, zunächst waren wir jetzt erstmal vor Ort und haben versucht, dass die Leute, die dort in den Bäumen sitzen und an den zweiten Hambacher Forst jetzt praktisch praktizieren, dass diese Leute da weg müssen. Es kann nicht sein, dass hier duldet wird, dass hier Leute in den Wald besetzen, Baumhäuser bauen, und da sind Sie auch gefragt, denn Sie sind ja diejenigen, die alle unterstützen, dass dort geräumt wird und dort gebaut werden kann, wo gebaut werden muss. Mein Vater hat vor 20 Jahren, als er in Rente gegangen ist, gesagt, Mensch, wie schön ist das, wenn die A14 mal fertig ist. Da kann ich meinen Freund mal besuchen oben in Warnemünde. Der ist schon lange verstorben. Leider, Gott hab ihn selig. Und das sind die Projekte, die solche Parteien verhindern. Und wir haben es eben in der Diskussion vorher gesehen, zwischen Herrn Hasselhoff, zwischen Frau Behle. Herr Kirchner, ganz klar, die Frage, wie würden Sie es denn beschleunigen? Dass diese Regierung einfach nicht zusammenpasst. Es ist doch aber nicht so, dass man nicht in den Norden fahren kann. Es ist doch nicht so, dass die Altmark komplett abgehängt ist. Ich will es noch mal ganz konkret machen. Wie würden Sie es denn beschleunigen, das Verfahren, Herr Kirchner? Da muss man Druck aufbauen. Diese Bahn muss die muss endlich zu Ende gebaut werden. Es kann doch nicht sein, dass in allen Bundesländern das funktioniert. In Mecklenburg-Vorpommern ist alles fertig, in Sachsen ist alles fertig und bei uns ist das Land, wo nichts fertig wird, weil wir Grüne haben, die ja ständig irgendwas blockieren. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man auch als Landesregierung und als CDU mal ein bisschen Druck machen und dieses Ding endlich zu Ende bauen. Also Recht und Gesetz gilt auch noch in diesem Land, und in diesem Land haben Menschen das Recht zu protestieren, es haben Menschen das Recht, auch Dinge zu hinterfragen und vor Gericht hinterfragen zu lassen. Frösche haben das Recht, über die Straße zu laufen. Natürlich haben die das. Ja. Jetzt hat erstmal. Obwohl Oliver Kirchner eigentlich relativ eindeutig gesagt hat, was er machen will, um die Autobahn fertig zu bauen, indem man diese Blockaden abräumt, grätscht die Moderatorin ihm rein. Er hatte sowieso sehr wenig Redezeit, aber die Zeit, wo er geredet hat, wurde auch noch unterbrochen. Was denn die AfD tun wolle? So suggerierend, ja, die AfD redet, aber. Es ist natürlich klar, Sie sind Populisten, Sie haben keine Konzepte. Zwischen Frau Behle. Herr Kirchner, ganz klar, die Frage, wie würden Sie es denn beschleunigen? Dass diese Regierung einfach nicht zusammenpasst. Es ist doch aber nicht so, dass man nicht in den Norden fahren kann. Es ist doch nicht so, dass die Altmark komplett abgehängt ist. Ich will es noch mal ganz konkret machen. Wie würden Sie es denn beschleunigen, das Verfahren,
Herr Kirchner. Dabei bringt es Kirchner relativ einfach auf den Punkt. Es ist in Sachsen-Anhalt albern, überall sind die Autobahnen fertig, nur hier dauert es so lange. Herr Kirchner. Da muss man Druck aufbauen. Diese Bahn muss die muss endlich zu Ende gebaut werden. Es kann doch nicht sein, dass in allen Bundesländern das funktioniert. In Mecklenburg-Vorpommern ist alles fertig, in Sachsen ist alles fertig und bei uns ist das Land, wo nichts fertig wird, weil wir Grüne haben, die ja ständig irgendwas blockieren. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man auch als Landesregierung und als CDU mal ein bisschen Druck machen und dieses Ding endlich zu Ende bauen. Also Recht und Gesetz. Ohne Experte zu sein, erscheint das relativ plausibel, dass es jetzt nicht relativ normal ist, dass eine Autobahn 20 Jahre lang braucht, um gebaut zu werden oder noch länger. Und dass die Grünen mit ihren Sympathien für die Proteste, dass sie dazu beigetragen haben. Es war ja auch in der Vergangenheit, waren ja die Grünen beteiligt in der Regierung. Es ist ja relativ naheliegend, dass es an den Grünen liegt, dass es nicht vorangeht, im Gegensatz zu Sachsen beispielsweise. Jetzt unterbricht ihn diese Grüne und sagt, ja, die Leute dürften noch protestieren und es müsste ja alles rechtsstaatlich sein. Gesetz gilt auch noch in diesem Land. Und in diesem Land haben Menschen das Recht zu protestieren. Ja. Es haben Menschen das Recht, auch Dinge zu hinterfragen. Und statt jetzt zu sagen, langweilig zu sein und zu sagen, ja, nein, das ist falsch, sie haben blockiert, die Autobahn muss auch mal fertig gebaut werden, die armen Leute, die brauchen eine Stunde zur Autobahn, das kann ja nicht sein, bestätigt er sie. Sagt, ja, ja klar, ja klar. Und bestätigend sagt er dann, und die Frösche müssen auch über die Straße gehen dürfen. Und jetzt hat die Grüne einen Moment nicht aufgepasst und bestätigt ja. Menschen das Recht zu protestieren, ja. Es haben Menschen das Recht, auch Dinge zu hinterfragen und vor Gericht hinterfragen. Auch Frösche haben das Recht, über die Straße zu gehen. Ja, natürlich. Natürlich haben die das, ja. Und im Grunde wirkt es dann natürlich so auf den Zuschauer, dass sie nicht ehrlich ist. Also sie sagt jetzt, ja, sie tut jetzt, sie will jetzt die Autobahn bauen. Aber indem sie jetzt dazu ja sagt, wirkt es natürlich so, ja natürlich, im Grunde ist sie ja doch Protestlerin und will es nicht bauen. Und Oliver Kirchner dann, ja natürlich, in ironischem Tonfall. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch aufgefallen ist bei der Sendung, wie ihr die Sendung fandet und was euch sonst so einfällt. Ich wollte zu der Sendung eigentlich nur ein ganz kurzes Video machen, wollte eigentlich nur einen Zusammenschnitt machen von den ganzen Passagen mit Oliver Kirchner, bin das also durchgegangen. Ich wollte es eigentlich nur zusammenschneiden, aber die Sendung war dann so schrecklich, ich habe mich dann doch näher damit beschäftigt und es ist dann wieder riesig geworden, es hat wieder wahnsinnig viel Zeit gekostet und da will ich jetzt aber mehrere Videos machen. Also jetzt kommt dieses Video hier und dann werden noch zwei andere Videos kommen, weil zu der Sendung gibt es sehr viel zu sagen. Aber wenn ich jetzt ein 1-Stunden-Video gucke, dann wie bei Weidel Lanz, wo ich auch unendlich viel Arbeit investiert habe, da haben es aber die wenigsten zu Ende geguckt. Da haben es, glaube ich, 7% haben dann noch bei einer Stunde geguckt und haben vorher abgeschaltet, weil anscheinend eine Stunde ist anscheinend zu lang. Und deswegen mache ich es jetzt in mehreren Videos. Es ist vielleicht auch übersichtlicher und es ist dann vielleicht besser in kleinen Portionen als ein langes Video. Ihr könnt ja auch schreiben, was ihr davon haltet. Ich möchte jetzt das Weidel-Video aufsplitten und in einzelne Teile dann auch nochmal veröffentlichen. Weil ich glaube, die meisten haben ja das ganze Weidel-Video noch nicht gesehen und eine Stunde ist vielleicht zu lang. Aber für dieses Video habe ich so wahnsinnig viel Zeit investiert, obwohl ich ja meine Dissertation fertig machen muss. Es war einfach verrückt und ist dann traurig zu sehen, dass dann nur 7% dann bei einer Stunde geguckt haben. Obwohl eigentlich bei dem Weidel-Lanz-Video am Schluss das am allerwichtigsten ist. Die wichtigsten Passagen, das allerwichtigste am Schluss kommt und das hat eigentlich, dann haben die wenigsten gesehen. Ihr könnt ja auch schreiben, wie ihr das findet. Ich habe das jetzt ja schon gepostet, aber ob das vielleicht Sinn macht, nochmal die einzelnen Stücke, so dass das in ein Video passt, so in 10-Minuten Portionen, das noch einmal zu posten und dann halt eben 5, 6 Teile dazu machen. Oder vielleicht auch 4, keine Ahnung. Die wichtigsten Teile eben. Ihr könnt ja schreiben, was eure Meinung dazu ist. Für alle Spenden möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sie helfen dem Kanal sehr. Wenn ihr auch spenden wollt, es hilft mir wirklich. Vielen Dank im Voraus. Macht's gut.